Michael Rottmann von der UniCredit in München ist unser Experte heute. Einen schönen Freitagnachmittag. Wir hatten in Amerika die FED-Sitzung die Woche. Wir haben eine gelöste Schuldenbremse. Wir hatten jetzt gerade den Arbeitsmarkt, der recht freundlich ist. Wie interessant, Herr Rottmann, sind US-Bonds derzeit? Ich würde US-Bonds derzeit nicht anfassen. Und zwar ist das nicht nur eine Aussage für die nächsten Tage, sondern es wird eine Aussage für die nächsten Monate bleiben. Wir hatten heute zwar gesehen, nach dem Arbeitsmarktbericht, speziell nach dem Anstieg der Arbeitslosenquote auf um 0,1%, dass natürlich die Renditen wieder ein Stückchen runtergekommen sind. Aber wenn wir uns so die ganzen Daten anschauen, dann schauen die eigentlich relativ freundlich aus. Und das wird meiner Meinung nach bedeuten, wir werden weiter eine Spekulation haben, wann die amerikanische Notenbank denn damit aufhört, Staatsanleihen zu kaufen. Vielleicht geht die Spekulation dahin, dass man sagt, das passiert innerhalb des zweiten Halbjahres und nicht erst zum Jahresende. Wenn das kommt, dann wird man sehen, dass auch die Renditen in den USA weiter nach oben gehen. Von daher also konjunkturell vom Umfeld natürlich hervorragend, auch für Aktien, auch für risikoreiche Assets insgesamt, für die Bonds natürlich absolut belastend. Und nochmal ein Anstieg der 10-jährigen Renditen um 0,5%, der ist relativ einfach drin. Die Europeripherie zahlt weniger Risikoaufschlag. Da scheint sich so ein bisschen Götterdämmerung abzuzeichnen. Ist das schon wieder interessant für den privaten Anleger? In deutschen Staatsanleihen nicht. Nach wie vor mögen wir eigentlich italienische Staatsanleihen, spanische Staatsanleihen. Und die Trends, die wir heute gerade gesehen haben, die gehen eigentlich auch weiter in die Richtung. Weil vielleicht für uns hier noch wichtiger als der US-Arbeitsmarktbericht waren diese ganzen Einkaufsmanager-Indizes im Euroraum. Und da hatten wir heute Morgen gesehen, Erholung in Spanien, bessere Daten in Irland, bessere Daten aber auch in Italien. Und das bedeutet auf der einen Seite, bessere Konjunkturdaten auch aus der Peripherie bedeuten für die dortigen Staatsanleiherenditen, es geht weiter nach unten, weil es kommt endlich Stimmung auf. Sprich, diese Zinsdifferenz verringert sich. Auf der anderen Seite, für deutsche Staatsanleihen bedeutet das natürlich, dieser Nimbus des sicheren Hafens, der wird immer mehr rausgepreist. Und das heißt im Grunde genommen, die Renditen kommen sich entgegen in einer Form, dass die deutschen Staatsanleiherenditen in den nächsten Monaten kontinuierlich nach oben gehen werden, dass italienische, spanische Renditen sinken werden oder zumindest irgendwann auf dem Level eingefroren bleiben werden. Heißt also keine Kursverluste dort. In Deutschland weiterhin Kursverluste plus minimale Rendite ist unter dem Strich am Ende des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit ein negatives Ergebnis. Was heißt das für den Anleger? Sollte er sich jetzt vielleicht irgendwie Japan näher ansehen? Da gibt es ja wohl demnächst Staatsanleihen en masse, gerade für den Privaten. Genug Staatsanleihen wird es mit Sicherheit geben, aber es schwindelt einem natürlich bei der Währung. Der Yen dürfte auch auf absehbare Zeit mit Abstand die schwächste Währung bleiben unter den großen G10-Währungen. Dazu kommt natürlich, dass die Rendite auch alles andere als fantasieanregend ist. Dagegen verdient man ja in Deutschland geradezu noch gut. Heißt also, Japan ist in keinster Weise eine Alternative. Ja, Sie sprachen über Renditen, über Risiken, über Alternativen. Wo findet jetzt der Anleger noch ein bisschen Rendite wenigstens? Ja, muss man schon wieder nach Italien oder Spanien schauen. Alles andere kann man vergessen. Das ist im Grunde genommen ein Thema, das erzähle ich mehr oder minder seit einem Dreivierteljahr. Aber man muss sagen, man muss in diesem Trade drin bleiben im Grunde genommen, weil hin und her hüpfen, versuchen irgendwie am Timing gut zu erwischen, bringt überhaupt nichts. Und von daher 3% gibt es noch auf eine 5-jährige italienische Staatsanleihe. Bisschen mehr gibt es in Spanien. Natürlich, wir haben als Unsicherheitsfaktoren die italienischen Wahlen Ende Februar, aber ich sehe die Alternativen nicht. Ich würde zusätzlich noch beimischen Unternehmensanleihen, dort auch ein bisschen mit dem Auge auf den High-Yield-Bereich. Ja, das war unser Blick auf die Anleihenmärkte. Michael Rottmann von der UniCredit, immer wieder am Freitag gern genommen. Damit auch Ihnen einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende, Herr Rottmann. Ihnen auch, danke.